Hallihallo zusammen und willkommen zu der heutigen Legung. Kannst du ihm glauben, vertrauen? Das ist heute unsere interessante Untersuchung, eventuell Aufdeckung, Investigation, ja, sodass wir tatsächlich mal uns die Wahrheit anschauen. Ja, ich finde es immer zauberhaft, immer wieder, wenn ich immer wieder mal diese Maske hier habe, ja, dann werden Dinge aufgedeckt. Diese Maske, die ist schon verzaubert. Ja, sie stammt aus Venedig und in Venedig ist ganz schön viel Magie. Ich fand diese Stadt auch damals so faszinierend. Ich war nicht mal eine Minute dort und ich sagte, ich will wiederkommen. Ich will wiederkommen, weil da ist überall etwas Interessantes, Geheimnisvolles, wie ich diese Stadt fühle. Okay, ich denke, ich werde die Maske danach auch wegnehmen, denn diese Legung, die ist der vorletzten Legung entstammt, oder lieber gesagt letzten, ja, also letzten, das wird letzte sein und davor, die Legung davor und die wurde durch die Legung initiiert. Viele, die geschaut haben, wissen Bescheid. Ich würde euch sogar empfehlen, mal reinzuschauen, ja, und damit die Energien schöner sind, milder sind, habe ich für dich jetzt extra noch Blumen gekauft, eine habe ich davon rausgepickt. Ich hoffe, du kannst dich an dieser Blume erfreuen, egal wie die Geheimnisse sind, egal wie die Geschichten sind. Ja, immer wieder daran denken, du kannst dir auch selbst Blumen schenken und das sollst du auch tun. Und so oft du kannst, desto besser. Ja, okay. Bevor ich beginne, möchte ich dich auf den Kurs von mir aufmerksam machen. Ja, Energien der Herrscherin, viele wissen schon Bescheid, aber ich sage es nochmal, am 1.6.24 geht es wieder los und du darfst dich jetzt schon mal anmelden, ja, du darfst dabei sein, es wäre mir eine Freude, dich zu begrüßen, dich zu begleiten und vielleicht sogar bei dir einiges aufdecken, ja, wenn es sein soll, dann hole ich diese Maske wieder raus, ja, okay, damit wir alle demaskieren, die um uns so herum rennen, laufen, ja, die weglaufen, die vielleicht uns etwas vorspielen, damit wir verstehen, was das eigentlich für ein Theater ist, okay. Gut, 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 gut. Mein Gefühl sagt mir, dass das so ein Mix sein wird. Es ist nicht nur Böses unterwegs, denn an sich soll man nicht so viel bewerten, ja? Denn dort, das ist das. Für viele gibt es hier eben eventuell auch sowas, ja? Sodass wir nicht gleich anfangen, nur noch nach Negativem zu suchen, denn ich würde euch sogar Folgendes sagen. Je mehr Konflikte, je mehr Negativität es gibt, desto mehr Chancen gibt es, dass du durch die Situation, durch die Verbindung, durch den Menschen sogar wächst, heilst, ja, und besser wirst, noch stärker wirst. Okay? Aber das muss nicht so ein Trip sein, wo du sagst, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ja? Es gab schon berühmte Menschen, zum Beispiel Nietzsche hatte das gesagt. Und Nietzsche war selbst depressiv. Ja? Und er war krank. Also aus diesem Grund nicht so denken, dass mal immer wieder was passieren muss, sonst lerne ich nichts, sonst wachse ich nicht. Ja? Überall bitte die gesunde Mitte suchen. Das ist gesund. Ja? Und nicht übertreiben damit. Aber diese Energie, die ist schon schön. Ja, die ist schön. Das ist vier der Stäbe. Was wollte mir diese Karte sagen? Ich hatte noch keine Frage gestellt und da ist sie so rausgeflogen. Anziehung. Habe ich das gesagt? Das ist die Anziehung. Flirting. Versuchung. Ja. Hier sich daten. Bei einigen gibt es hier auch dritte Personen. Oder etwas Drittes, ja, irgendwelche Umstände. Okay. Ich lasse mal diese Karte, denn das war nicht umsonst. Wir werden mal sehen, ja, wir werden mal sehen. Jetzt geht es um die Person. Was ist noch übrig geblieben, was ich aus der letzten Legung nicht erzählt hatte? Das möchte ich dir heute aufzeigen. Sollen wir verstehen, dass die Person selbst verängstigt ist.
dass die Person auch zu Misstrauen neigt. Die Person könnte so ein bisschen paranoid angehaucht sein, wo man überlegt, ah, kann ich diesem Menschen vertrauen? Kann ich dem Menschen vertrauen? Also misstrauisch unterwegs sein. Ist es immer schlecht? Ja, wir schauen uns diese Karte mal an. Immer wieder positiv denken? Nein, ist es nicht. Ja, das ist oft auch gesund. Aber wir wollen hier nicht schönreden. Ja, wir wollen hier nicht schönreden, wo wir es nicht so sehr brauchen. Okay? Ich verspreche dir, dass ich eben selbst, ja, als Pflegerin heute für dich so die Informationen rüberbringe, dass ich selbst in dieser gesunden Mitte bleibe. Und dort, wo es sein soll, werde ich doch noch in die Extremen gehen. Sei es mehr in Plus oder mehr in Minus. Denn das ist auch rechtens, wie ich finde. Er hat Angst vor Weiterentwicklung. Hier, davor haben wir gesehen, es ist ein Runner. Ja? Wir haben gesehen, er rennt davon. Wieso rennen Menschen davon? Ja, das ist auf jeden Fall ein Beziehungsmuster. Ja, vieles wird auch schon mal in der Kindheit geprägt, das wissen wir. Es gibt vier Beziehungstypen, kannst du googeln. Ja, es gibt nun mal vermeidenden Typen und er vermeidet eben diese Beziehung, weil es bedeuten kann, es könnte wehtun. Ja, es könnte wirklich wehtun. Okay, diese neun der Schwerter sehe ich hier und auch diesen misstrauischen Pagen der Schwerter. Ja, da wo er immer wieder lieber nochmal abcheckt und nochmal nachprüft, ob er überhaupt weiterziehen möchte, sei es mit dir. Ja, diese Energie, die ist immer noch hier, die dominiert und sie strahlt auch eigene Aura aus, ja, sodass sie wie so ein Dach ist. Ich finde, das ist wie so ein Dach. Und da sollen wir mal schauen, was passiert in diesem Haus. Da, wo ihr beide euch befindet, eure Seelen sind jetzt im Haus. Ja, wir steigen in den Keller, wir schauen auf den Dachboden, wir gehen ins Wohnzimmer, wir schauen uns das Ganze hier an. Okay, ich möchte noch für diese Karte eine Erklärung ziehen. Nicht heute. Nicht heute kommt hier. Ja? Nicht handeln, weil es weh tut. Nicht anrufen wollen. Nicht dran gehen wollen, weil es nicht heute geschehen darf. Ja? Es tut eben etwas weh. Und da muss man genau noch untersuchen, eben, ob es überhaupt passt. Ja, es gibt hier Grenzen. Und hier steht sogar immer noch verärgert sein. Immer noch verärgert sein. Es kann gut sein, dass es zwischen euch etwas vorgefallen ist, was euch vielleicht sogar beiden nicht gefallen hat oder nur dir oder ihm. Ja? Und das wirkt noch nach. Lasst uns das so benennen, wir sind jetzt im Wohnzimmer, ja? Und da ist etwas. Das ist etwas, was präsent ist, was da ist. Im Wohnzimmer geschieht unser alltägliches Leben. Da ist immer wieder etwas los, was uns tagtäglich beschäftigt. Und im Wohnzimmer ist es jetzt so, dass dort noch irgendeinen Ärger gibt. Ja, so einen Hauch, so was wie ein Konflikt. Wir nennen das Konflikt. Okay? Wieso mische ich weiter? Okay, lasse ich. Masken, ja, die Maske kommt jetzt. Die Maske kommt. Wollen wir jetzt aufdecken, was das mit diesem Ärger alles ist? Aha, hier steht noch, die echten Gefühle nicht zeigen, verstecken. Verstecken. Und hier kann auch sogar, ja, jetzt in Richtung Minus, Gaslighting drin sein. Gaslighting. Ja, viele wissen, was das ist. Sei es die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, weil du so bist, bin ich genauso misstrauisch. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich bin so und so drauf. Ja? Aufpassen, das kann eine Projektion sein von der Person selbst. Kann, ja? Wenn es schon um Gaslighting geht, dann ist es eine Projektion, wenn wir das Gaslighting nennen. Ja? Da, hinter Gaslighting gibt es einen Grund, weshalb gaslighte ich jemanden. Ich möchte etwas erreichen. Ich möchte, dass die Person sich schlecht fühlt, dass die Person sich schuldig fühlt, weil diese Person es etwas angestellt hat oder angeblich, ja, denn es gibt sogar beim Gaslighten angeblich. Es ist nicht nur so, Gaslighting ist gerechtfertigt. Nein, es ist immer nur Gaslighting, ja. Und es ist meistens eben diese Projektion. Aber wo ich schon das doch noch so ein bisschen trennen wollte, kann es sein, dass die Person unbewusst handelt. Das möchte ich jetzt noch betonen. Unbewusst und gaslightet unbewusst, weil die Person das schon früher so erlebt hat.
Ja, früher war da jemand, der, sei es hinter dem Rücken, irgendwas angestellt hat, was tatsächlich verletzt hat. Ja, und das ist wie so eine sich wehren wollen Geschichte. Okay. Jetzt möchte ich mal diesen Ärger noch ein bisschen aufdecken, weil das scheint jetzt ein Thema zu sein. Wir sind im Wohnzimmer. Mach es dir gemütlich auf der Couch und wir schauen uns den Film an. Wir machen Fernseher an. Und was läuft denn da? Was läuft denn da für ein Film? Boah, eine Liebeskomödie? Ich weiß nicht, wieso Liebes. Was gibt es? Liebesdrama? Liebeskomödie? Irgendwie kam mir zuerst Komödie. Was gibt es? Liebesfilm. Es kann auch Liebesfilm sein, aber mir kam Komödie eben, ja, auch diese Maske, ja, so Komödianten, ja, so ein bisschen Comedy-mäßig irgendwo könnte sein. Okay, weil wir eben auch positiven Vibes hier nicht vertreiben wollen. Und die kommen, ja, da läuft ein Film ab. Es geht um euch beide, ja, es geht um Regenbogen, es geht um eventuell irgendwelche Hoffnungen, es geht darum, wie in der letzten Legung, ja, ob wir auf Bruderschaft trinken. Können wir das noch machen? Wollen wir das noch? Ja, sagen wir dann Skoll, okay, können wir jetzt? Das sind übrigens Wikinger, ja, die sind hier überall präsent. Sogar mit echten Schauspielern hier. Glaube ich, oder? Ist das Ragnars Sohn? Irgendwie kam mir so, als ob das Ragnars Sohn wäre. Okay, gut. Ich glaube, er ist es nicht. Nein. Es gibt schon Decks, ne? Hier zum Beispiel. Da sind echte Schauspieler mit drin. Ich weiß nicht, ob das legal ist, was die Leute da alles produzieren. Gut, Schauspieler eben. Okay, dann ein bisschen mehr zu dem Konflikt. Wir müssen das nicht zu schwarz malen, ja, den Teufel nicht zu schwarz malen. Okay, Herausforderungen. Ich denke auch für ihn selbst, ja. Er versteht erstmal selbst nicht, was ist das für ein Ungeheuer, was da rauskam. Was ist das für ein Ungeheuer? Ist das aus meiner Vergangenheit? Um was geht es da überhaupt? Ich fühle hier Folgendes. Ich denke, die Person, um die es heute geht, möchte für sich erstmal klären. Ist das hier ein safe place für mich? Ja, ist es in dem Haus, ist es sicher? Kann ich mich dort sicher fühlen? Und erstmal schauen, gut, was gibt es denn hier alles? Wie ist das möbliert? Ja, gibt es einen Kamin? Was gibt es hier noch? Ja, wer wohnt im Kamin? Wer kommt mal nachts dadurch? Ja, durch Schornstein. So. Und das könnte wie fast schon wie so eine zwanghafte Geschichte sein. Das heißt, die Person, die tastet sich immer mal so ran. Ich denke, heutzutage ist es gar nicht so verkehrt, oder? Ist es gar nicht so verkehrt, dass man da sich rantastet. Man muss ja natürlich überall in der Mitte bleiben. Ja, das wissen wir. Immer wieder mal einatmen, ausatmen. Was gibt es hier noch? Die Kammern umgedreht. Jetzt möchte ich mal doch noch die richtigen Positionen lesen. Das hat schon seinen Grund. Wartet mal. Oh, okay. Hier geht eine Manipulation irgendwie nicht durch. Das heißt, trotzdem, der Typ versucht so seine, ja, Schemata mal abzuspielen. Ja, vielleicht hat er gelernt, wie geht man mit deiner Frau um? Wie ist das am besten? Ja, wie zeige ich mich am besten? Aber das, was er da gelernt hat, entweder ist es zu veraltet oder es passt überhaupt nicht zu dir. Es passt nicht zu eurer Verbindung. Und er merkt langsam, dass er kommt mit seinen Manipulationen nicht mehr weiter. Ja, mit diesem auch sogar Gaslighten, nenne das, wie du möchtest, kommt er einfach nicht mehr weiter. Und er versteht, das ist vielleicht auch der falsche Weg. Na, vielleicht muss es das hier alles nicht sein. Denn er könnte hier sogar profitieren. Kommt mir hier so, ja, kommt mir, als ob er hier profitieren könnte. Er könnte für sich hier einiges rausholen. Er könnte hier sogar heilen. Vielleicht heilt er schon an dieser Verbindung. Sein inneres Kind ist verletzt, das sehe ich hier auch. Ne? Hier kommt das Kind und hier der Heiler. Ja, alles schön. Ja, damit er auch seine Themen heilen kann, wurde er dir eben geschickt. Das ist toll. Vielleicht sogar auch bei dir ist das der Fall.
Und was hier aber ganz schön klar ist, das ist wie so ein Kampf zwischen Gut und Böse. Gut und Böse. Interessant, dass das jetzt auf meinem Tisch landet, denn ich bin eher dafür bekannt, dass ich dazwischen bin. Ja, ich bin weder gut noch böse. Ich bin grau. So nenne ich mich. Ja, es gibt ja so diese Überlegung: Bist du eine gute Hexe? Bist du eine schlechte Hexe? Es hat nicht mit schlecht oder gut zu tun. Es geht einfach um die Energien. Und da, wo ich arbeite, ja, auf der Ebene, wo ich arbeite, gibt es nicht schwarze, weiße und so weiter. Okay, da gibt es andere Einteilungen, weil ich selbst nicht in sowas unterteile. Das ist zu esoterisch. Ich weiß, viele verstehen das nicht. Einige verstehen das. Das ist toll. Ja, und ich finde trotzdem keine Energie schlecht. Keine Energie schlecht. Auch das Gute darf sein. Auch das Böse ist da. Das ist da. Ja, natürlich wollen wir das nicht haben. Aber oft verstehen wir, dass das sein musste. Ja, denk mal über irgendwelche Situationen nach. Wäre das Böse nicht da? Ja, Glück im Unglück, sagt man da beispielsweise. Ich übersetze das einfach in so eine Menschensprache, ja, damit ihr das auch versteht. Ihr müsst keine Esoteriker sein. Aber hier seht ihr das tatsächlich. Das ist wie so ein Battle sogar zwischen Gut und Böse. Und warum sage ich gut, dass das hier liegt? Weil ich auch eingangs gesagt habe, ich werde diese Mitte hier versuchen herzustellen. In der Mitte hier, ja. Berg und Teufel und ein Lotus, ja, eine Blume. Lotus steht auf jeden Fall für die Heilung, für die Balance, für wie Mäßigkeit im Tarot, ja, sodass man eben diese Dysbalancen einfach mal heilt. Okay, darum geht es hier. Darum geht es hier. Und eure Aufgabe ist es zu sehen, ob ihr das hinbekommt. Es ist keine einfache Aufgabe. Besonders wenn du sagst, ja, es gibt solche Kontraste. Tatsächlich, du kannst da unterscheiden, wie Tag und Nacht, wie Tag und Nacht. Aber das ist eben am Ende euer Gewinn, dass ihr da etwas Heiles bekommt. Ja, wir sind immer noch positiv unterwegs. Ja, positiv sind wir unterwegs, weil wir als Dach diese Karte hier haben. Und so wie die Karten liegen, so wie die Energien kommen, genau das lese ich ja. Also hier hat manipulieren oder irgendwelche Tricks anzuwenden gar nichts zu suchen. Ja, man kann es versuchen, aber man macht sich das Leben auch selbst kompliziert. Selbst kompliziert. Jetzt die Frage mal, der Fragen. Kannst du dieser Person überhaupt vertrauen? Ja, das war an sich das Interessante. Auch wenn du sagst, er selbst, der Teufel selbst, ja, ich weiß nicht mehr, ich bin so ein Engel, kann ich diesem Teufel überhaupt vertrauen? Justice, ja, die Gerechtigkeit selbst kommt hier. Hier wird sowieso alles rechtens geregelt. Und am Ende des Tages wird das ausbalanciert. Hup, mit irgendwelcher Hilfe, mit deiner, mit seiner Einwirkung. Trotzdem, ja, wird es zu dem Zustand kommen, was ich dann auch grau nennen würde. Es ist beides da. Du kannst nicht eins ausschließen und anderes behalten. Das geht nicht, ja? Geht nicht. Hier ist es auch noch mehr, kommt jetzt rein, als ob Gegensätze ziehen sich an. Das passt hier. Gegensätze ziehen sich richtig an. Ziehen sich sowas von an. Die Anziehungskarte haben wir auch am Anfang gesehen. Kannst du ihm vertrauen? Oh, uff, du bist ja einer. Du bist ja hier zornig eventuell. Ich glaube, das ist Tor, oder? Hier kommt Tor. Donnerwetter. Donnerwetter. Wie er schaut. Ey, ich will dich nicht verärgern. Wenn er mich jetzt so anschaut und... Schau mir nicht in die Augen, ich muss seine Augen verdecken. Ich glaube, er könnte wütend werden, wenn man ihn sowas fragt. Kann ich dir vertrauen? Ich denke, er wird das nicht checken. Er wird das nicht verstehen. Er würde ausflippen. Er würde sagen, vielleicht würde er ja nicht mal auf kindische Art und Weise ausflippen. Er würde wirklich denken, was ist das für eine Frage? Ob du mir, ja, ob du mir vertrauen kannst? Natürlich, zu 100%.
Okay, uns geht es nicht darum, dass du uns hier einschüchterst oder dass du uns zeigst, wie cool du bist. Es geht uns einfach darum, dass wir verstehen, kann die Person, die heute zusieht, dir denn vertrauen? Ja, hier hat es viel mit dem zu tun, dass du schaust, was investiert denn diese Person? Wie sehen denn seine Handlungen aus? Wir wissen schon, ja, unser Erwachsenenreim geht so. Ja? Männer können viel erzählen, Frauen können viel erzählen. Erzählen kostet nichts. Wir schauen auf die konkreten Handlungen. Nur das zählt. Ja? Das zählt. Schöne Wörter, schöne Gedichte, ja, kann man sich anhören, wunderbar, kann man liken, ja, kann man viral verbreiten, alles gut. Aber es geht immer noch um Handlungen. Was ist diese Person bereit, hier zu investieren? Und passt das? Passt das? Es ist nicht einfach einzuschätzen, wer gibt mehr, wer gibt weniger. Wenn zwei sich dann irgendwann streiten oder auseinandergehen, dann heißt es, er ist der Böse oder sie ist die Böse. Ja, natürlich, jeder will so schnell wie möglich abwerten und eben erzählen, wie böse der andere ist. Besonders bei nicht reflektierten Menschen, ja, die nicht bei sich suchen, sondern bei anderen. Das ist immer einfacher, Komfortzone. Natürlich, der andere ist schuld, ich bin der Beste. Also hier könnte so ein Hauch drin sein, dass diese Person mehr dazu neigt, sich nicht selbst zu reflektieren, sondern tatsächlich auch diese Geschichten in die Schuhe von anderen zu schieben, ja, ohne in diesen Schuhen jemals einen Kilometer gelaufen zu haben. Warum handelt die Person genauso, wie die gehandelt hat, ja? Hast du mit ihr schon mal so viel erlebt, ja? Kennst du diese Person? Welche Gründe hat die Person? Es geht nicht nur immer um dich, es geht immer noch um die zwei, ja? Es ist kompliziert und eben in solchen Beziehungen, da kommen ganz schön viele Wachstumspotenziale raus. Für euch beide dürft ihr euch anschauen. Ja, schaut euch euer Theaterspiel einfach an. Oh, ich weiß nicht, jetzt sind wir schon so weit, ob wir heute in den Keller gehen können. Wir sind erstmal im Wohnzimmer. Ich könnte so eine Serie draus machen. Oh. Eine Liebesserie über euch. Wie können wir sie nennen? Wer hat Vorschläge? Bitte liked jetzt diese Legung, schickt mir ein Herz in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, dass ihr interessiert seid an sowas, dass ihr meine Arbeit auch honoriert. Ihr dürft auch spenden, ihr dürft auch kommentieren. Natürlich freue ich mich auf eure Worte. Dankeschön. Gut. Ich denke, das reicht. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Jetzt nur noch konkret möchte ich eine Antwort bekommen. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt sofort wie so eine Ja- oder Nein-Antwort rausbekomme. Das mit dem Keller, das lässt mich jetzt nicht. Für den Keller bitte hier die Fragen, die Antworten, die Fragen. Warte, Moment, ich muss dann doch die Fragen stellen. Was beschäftigt ihn? Was beschäftigt ihn? Das ist im Keller. Was beschäftigt ihn? Okay. Jetzt die Frage mit dem Vertrauen. Wie sagt man das so schön? Man da so schön. Na gut, jetzt kommt mir, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Okay, ja, das hat natürlich auch so einen wahrheitsgemäßen Ding. Hier sehen wir sogar Valhalla, ja, also meine Lieben, das ist Valhalla selbst. Das ist, wow, 10 der Münzen. Und diese Karte kam raus und die gefällt mir. Ja, das ist wie sowas wie, kann ich mit dir speisen? Mit den Menschen, mit denen wir gerne essen gehen, mit denen wir speisen wollen, wo wir etwas teilen wollen, das ist schon etwas Vertrautes. Du würdest nicht mit jedem essen gehen und vielleicht nicht jeden Tag, ja, weil es gibt etwas. Etwas hat euch zusammengeführt. Und hier sehen wir sogar wie so ein Bankett, ja, hier gibt es was zu feiern, natürlich, das ist Valhalla, da gibt es immer was zu feiern, da seid ihr wieder da, wow, wie schön, eure Seelen, die tanzen, glänzen, ihr wart so tapfer unterwegs
Wow, schön, nachdem ihr auf der Erde wart. Da seid ihr endlich mal erlöst. Endlich kommt unsere Belohnung. Na, ich hoffe nicht nur danach, ja. Ich hoffe noch in diesem Leben. Und das könnt ihr dann eben so schön miteinander genießen. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Hier kommt tatsächlich so eine Aussage wie, ja, du kannst ihm vertrauen. Wichtig ist nur Hinweis. Natürlich ist das keine private Legung, ja, und ich möchte euch keine rosarote Brille hier verpassen. Darum geht es nicht. Oder noch eine Maske, ja, irgendwas verpassen. Eine rosarote Maske. Hier sollst du schauen, ist dieser Mann tatsächlich so an dir interessiert, wie er vorgibt? Wie er vorgibt? Gibt es hier Handlungen, über die wir schon gesprochen haben? Ja? Unternimmt er etwas? Möchte er hier wirklich anpacken? Ja? Und am Ende wie ein Sieger ankommen, wie ein guter Krieger ankommen? Ja? Ehrenmann, Ehrenmann. Wow, das kommt mir hier. Ist er ein Ehrenmann? Will er ein Ehrenmann sein? Und das wirst du mit deinem gesunden Verstand unterscheiden können. Ja? Du hast deine Lebenserfahrung, du hast schon einiges gesehen und hier wird auch auf dich gezeigt, da sollst du, meine Liebe, schön auch wachsam sein. Und wenn er wachsam ist, dann ist es auch okay. Ja? Hier wirklich schön hinsehen und was noch? Nichts überstürzen. Denn hier gibt es auch so einen gütlichen Plan, ja, für dich. Du sollst auf jeden Fall in Frieden leben, deine Ruhe haben. Du sollst auch deine Ressourcen bekommen. Du sollst deine Geschenke, Gaben bekommen, auch noch auf Erde, ja, noch hier. Aus diesem Grund ist das hier schon wie so ein Plan von der höheren Macht. Das musste so sein. Jetzt mal nochmal klärend, bitte klärend. Oh, okay. Wohin können wir denn nicht? Wir können gar nicht entfliehen. Diese Energie, sie ist überall. Ja? Dieses Verlangen nach dir. Hier ist die Passion einfach zu groß. Passion. Passionierter Typ. Und du bist ja wahrscheinlich auch passioniert. Na gut. Dann warum nicht? So, jetzt nochmal gehen wir mal in den Keller. Nimm mal deine Laterne mit. Ich nehme meine Taschenlampe mit, da kann ich besser sehen. Okay, was beschäftigt dich am meisten? Auch König der Schwerter sofort. König der Schwerter, Illusionen, ja? Sind das meine Illusionen, sagt er. Ich möchte keine Illusionen haben. Er möchte selbst nicht der Lulu sein. Er möchte selbst verstehen. Ich denke, er könnte sich sogar denken, bei dir gibt es irgendwelche Masken. Ja, das ist wie Spiegeln. Er denkt sich, kann ich ihr vertrauen? Wie, du fragst mich, kannst du mir vertrauen? Nein, ich frage dich mal zurück. Ja, kann ich ihr vertrauen? Oder ist es das, was ich mir vorstelle? Das möchte ich aber für mich klären. Ist es vielleicht nur noch meine Vision? Ist es meine Illusion? Was beschäftigt ihn noch? Dass er hier nicht zu so schnell sein kann, dass er sich in seiner Komfortzone sehr wohl fühlt, ja, und aus dieser Komfortzone rauszugehen, aus seinem Keller, aus seiner Höhle rauszugehen, die ganzen Wurzeln hinter sich irgendwie sogar Wurzeln zu lassen. Schauen wir mal, das ist Eremit in diesem Deck, ja, das bedeutet eine mega Veränderung, das bedeutet richtig Transformation. Und das ist nicht immer willkommen, ja? Selbstreflexion, Wachstum. Nicht jeder möchte wachsen. Nicht jeder ist so was von davon überzeugt, dass man sich immer wieder weiterentwickeln muss. Nein. Die Menschen, die Tarotlegungen schauen, die sind da schon besser unterwegs. Das auf jeden Fall. Nicht nur die natürlich, aber ihr seid auf jeden Fall bewusster, bewusster. Ihr wollt euch weiterentwickeln. Euch interessiert das, was ich euch heute erzähle. Und das ist toll, dass ihr das macht. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Nutzen davon. Ganz viel Nutzen. Das wünsche ich euch. Das wäre wirklich mein Anspruch. Das ist toll. Okay. Na gut, hier gibt es irgendwelche Leichen auch im Keller. Ja, hier gibt es dir. Und diese verhindern eben. Sei es sind
Erfahrungen tatsächlich. Er ist schon wie so ein geschlagener Typ, ne? Hier sitzt er da und so rosig ist es nicht in seinem Keller. Nee, da gibt es keine Plüschsofa, ja? Keine Einhörner als Stofftiere. Gibt es nicht. Aber er wünscht sich das. Er wünscht sich selbst eine gewisse Erlösung. Was denkt er, kann er sich selbst helfen? Interessant. Selbst nicht. Selbst kann er sich nicht helfen. Hier sehe ich zwei Personen. Hier sehe ich zwei Personen. Und hier sind zwei. Ja, das sind die Liebenden. Er denkt und hofft, dass die Liebe sein Herz heilen kann. Er wurde, ich vermute sogar, er wurde von jemandem hier mega geschädigt. Ja? Hier kommt zwar eine männliche Figur sogar. Bei manchen ist das, sei es der Vater oder der Opa, keine Ahnung. Ja? Und er ist wie so ein, trotzdem ist er tapfer. Ja? Trotzdem versucht er da zu kämpfen mit diesem Ungeheuer und hofft, dass er diesen Ungeheuer auch besiegen kann. Ich hätte diese Legung richtig noch krasser ausgerollt. Ich spüre hier auch Potenzial. Schreibt mir in die Kommentare, was euch noch interessiert. Was wollt ihr noch besser beleuchten? Natürlich allgemein gemeint, nicht auf eure Situation konkret bezogen. Er ist keine Privatlegung, nochmal sage ich das. Hier geht es eben um die Liebe. Das heißt, die höhere Macht sagt, okay, die Liebe wird ihn heilen. Die Liebe, ja, die richtige Frau wird dich heilen, ja. So eine, die gerne bei dir ist, so eine, die gerne sich um dich sorgt, ja, die eine sogar eine Mutterenergie ausstrahlt, schauen wir mal, ja, die die zähmen kann, die so ein Ungeheuer auch irgendwo durch ihre Stärke, das ist Stärke eben, ja, in so einen wunderschönen Bären verwandeln kann. Und weißt du, was mir jetzt noch reinkommt? Ich denke, so ein Ungeheuer könnte wie sein imaginärer Ungeheuer sein. Ist es auch. Viele Ängste, viele Geschichten, die sind nur in unserem Kopf. Ja? Und vielleicht bist du diejenige, die ihn aufklären kann und die sagt, du, das ist doch kein Ungeheuer, das ist ein weißer Bär. Ja? Und das bist du und du bist stark und du brauchst nicht immer zu kämpfen. Ja? Brauchst du nicht. Um zu glänzen oder besser zu sein, du bist schon gut genug. Du bist toll. Ja? Und dies wäre heilend für diese Person. Interessante Legung, finde ich sehr interessant. Ich denke, wir sind genau bei den Energien angekommen, wo es sowas von harmonisch und rund ist. Liked diese Legung, abonniert meinen Kanal. Für private Legungen stehe ich zur Verfügung. Alles Liebe für euch. Ciao, ciao, meine Lieben.